Moin. Mahlzeit und einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und bei einem neuen Projekt. Ich bin der Syrakus und wir spielen Stellaris. Das wird wieder mal, also ich schaffe es wirklich nicht, irgendwie mal konsequent hier wieder Videos hochzuladen. Ich bin dran, ich versuch's, wirklich. Könnt ihr mir glauben, aber es passiert einfach manchmal so viel um einen herum. Aber ihr, die Zuschauer, ihr habt es geschafft, mich wieder mal an den PC und an ein Projekt zu drängen. Denn, also ich weiß gar nicht, ohne Content, neuen Content, trotzdem kommen jeden Tag wieder neue Zuschauer dazu. Und das freut mich. Ich freue mich riesig darüber, dass das klappt. Und da starte ich natürlich direkt mit einem ganz anderen Game. Normalerweise auf meinem Kanal ja bislang schwerpunkttechnisch Crusader Kings. Und hey, für alle, die bislang immer bei mir waren, genau deswegen, seid unbesorgt. Es geht auf jeden Fall auch wieder weiter mit Crusader Kings. Aber darüber nicht in diesem Video. Denn dieses Video handelt von Stellaris. Und das habe ich mir schon mal vor langer Zeit rausgeholt. Ein bisschen gezockt. Dann kurz keine Zeit mehr schwerpunkttechnisch dafür gehabt und ist jetzt doch wieder rausgekramt und zurzeit nimmt das einfach dann meine Freizeit echt in Anspruch und da dachte ich mir, hey, dann sollte man doch mal gucken, ob wir vielleicht ein gutes Let's Play für Stellaris mal starten. So, und das wollen wir jetzt hier tun. Ich habe schon mal eine Zivilisation für uns, ein Reich für uns vorab erstellt. Direkt Bremse, wer jetzt natürlich hofft, oh, irgendwas ausgefallenes, cooles. Nein, es sind natürlich die Menschen. Man muss sich natürlich jetzt auch ein bisschen damit connecten können. Man müsste sich da selber so ein bisschen drin sehen. Und ich glaube, um ein erstes Stellaris Let's Play so probeweise mal zu gestalten, fand ich es jetzt nicht verkehrt, sich erstmal eine menschliche Nation, ein menschliches Reich zu erstellen. Wir können ja mal direkt reingucken. Und zwar habe ich hier die Kontinentale Union der Erde, eine direkte Demokratie, mir erstellt mit einem wunderschönen Wappen, das zufälligerweise 7 Parzellen aufweist. 7 Parzellen für die 7 Kontinente, die sich zusammengetan haben in eine Vereinigung der Erde und die sich zum Ziel gesetzt haben, so die alten traditionellen Aufteilungen von Staaten einfach noch weiter auszubreiten, also in Bezug auf die Regierungsform. Wir haben derzeit ja nun mal Staaten, die manchmal mehr, manchmal weniger miteinander in Verbindung sind, sich zusammentun oder gegeneinander sind. Und das haben wir im Jahr 2200, das Startzeitalter unserer Partie, das haben wir ein bisschen hinter uns gelassen, beziehungsweise wir haben es einfach auf die nächste Stufe ausgelöst. Denn warum sollten man weiterhin so klein denken? Wir sind doch eine große Erde, wir sind eine Menschheit und in dieser vereinen sich alle Kontinente und alle Menschen unter einem gemeinsamen Ziel. Wir haben aufgrund unserer Staatselemente, eine direkte Demokratie. Das heißt, wir halten alle 10 Jahre eine Wahl ab, um einen neuen Herrscher zu bestimmen. Und das bringt uns eine automatische Umsiedlungschance von 50%. Demokratische Regierungen halten regelmäßig Wahlen ab, bei denen alle Bürger ihre zukünftigen Repräsentanten wählen können. Eine direkte Demokratie beruft sich darauf, dass alle Bürger mitentscheiden können. Und das ist so
der Casus Knaxus gewesen, der bei uns jetzt also in der Geschichte irgendwann mal eingesetzt hat. Dass, ja, die Staaten und die Politiker meinten immer, ihr eigenes Süppchen brodeln zu können und irgendwann die Menschen nicht mehr abgeholt haben und die gesagt haben, hey, wir sind auch noch hier. Wo wir gerade schon so ein bisschen bei der geschichtlichen Vergangenheit sind, von dem, wie wir spielen, um zu verstehen, wenn wir gleich hier natürlich ins Roleplay reingehen, auch noch gesagt, wir spielen mit dem Staat auf den Schultern von Giganten. Diese Zivilisation wurde von einem mysteriösen Wohltäter mit Gaben beschert, die im ganzen Sonnensystem verteilt liegen. Wir haben also irgendwann in der Vergangenheit ja entweder Kontakt oder Hinweise auf einen Wohltäter gegeben, der uns ja die Optionen, die Informationen, die Daten, die Möglichkeiten, vielleicht auch Ressourcen hat zukommen lassen, um eine interstellare Nation zu werden. Allerdings mussten wir jetzt natürlich erstmal regierungstechnisch irgendwie dieses kleingeistige Staatengehabe überwinden. Wir mussten wachsen und verschmelzen. Und das ist jetzt daraus geworden. Also diese direkte Demokratie, in der jeder Mensch nun mal eine Stimme hat, die gehört werden sollte, der jeder mitreden sollte. In der es natürlich um auch Gleichheit geht, ne? Also darum, einmal egalitär als einer der Staatspunkte, unter der wir uns befinden, mit dem klaren Ziel, jede Gesellschaft, die sich nicht der Gleichberechtigung ihrer Mitglieder öffnet, wo ein Individuum durch harte Arbeit jede Position erreichen kann, ist nicht nur höchst ungerecht, sondern lediglich letztendlich auch kontraproduktiv. Und genau das ist etwas, was mich dann zu einigen Elementen gebracht hat, die ich für die Menschheit ausgewählt habe, nämlich dass wir gemeinschaftlich sind. Also wir wollen gemeinsam unsere Ziele erreichen. Das gibt uns einen Bonus auf die Bewohnernutzung von Gebäuden. Mitglieder dieser Spezies sind äußerst gemeinschaftlich und ziemlich gut darin gewöhnt, eng mit anderen zusammenzuleben. Außerdem Meritokratie, die gesellschaftliche Stellung oder die persönlichen Verbindungen eines Individuums sollten keinen Einfluss auf seine Berufstätigkeit haben. Fähigkeiten und Talent sind die einzige Grundlage, um in dieser Gesellschaft voranzukommen. Als weiteres Hauptelement haben wir den fanatischen Materialismus. Also es ist klar, dass ich glaube, das liegt uns Menschen irgendwie doch so sehr im Blut. Denn wenn irgendetwas heilig sein sollte, dann das Streben nach Effizienz. Und das, wie wir gelebt haben, oder zurzeit leben, ist noch nicht das höchste Maß der Effizienz gewesen. Und darum versuchte man hier natürlich noch weiter effizient voranzuschreiten, um eben überhaupt eine interstellare Macht werden zu können. Und somit sind Effizienz bei der Produktion, beim Lernen und beim Kommunizieren im höchsten Maße von Bedeutung. Unsere Ausflüge in den Weltraum haben deutlich gemacht, dass das Überleben der Anpassungsfähigsten das Gesetz ist, nach dem wir uns alle richten müssen. Und auch aus diesem Punkt habe ich dann wieder auf einige Sachen geschlossen, nämlich, dass wir sehr anpassungsfähig sind. Wir sehen es ja auch schon daran, dass wir in allen Gebieten auf unserem Planet siedeln und leben können, gelernt haben zu leben. Dass wir begabte Ingenieure sind, was uns überhaupt erst dahin gebracht hat, dazu gebracht hat, diese wohltätigen Gaben einer höheren Macht nutzbar zu machen und uns unsere ersten Schiffe bauen konnten. Ich glaube, dass der Punkt geringe Fortpflanzung ja, durchaus auf uns zutrifft, denn wenn wir gucken, ich sag mal so im normalen Schnitt, Menschen doch eher dazu neigen, oder zumindest aus dem Bereich, wo wir derzeit leben, ja, nicht nu sich nur in einer Anzahl zu reproduzieren, dass das gehalten wird, dass das eher die Tendenz ist, wenn man
bestimmten Wohlstand erreicht hat. Und ich denke, dass sich das tendenziell weiter fortgesetzt hätte und wir deswegen halt so eine geringe Fortpflanzung haben. Sprich, auf ein paar halt maximal zwei, vielleicht drei Kinder kommen. Denn irgendwie müssen wir uns natürlich dann fortpflanzen. Also ich finde, das ist so für mich, also wenn ich so dieses geringe Fortpflanzung Perk im Vergleich zu höherer Fortpflanzung, dann ist für mich das halt wirklich so ausschlaggebend. Ne, die Wachstumsgeschwindigkeit ist ein bisschen reduziert. Ne, sie ist ja nicht rückständig. Sonst könnte man hier auch gar nicht vorankommen. So, blablabla. Das zu dem Punkt. Widerspenstig ist, glaube ich, etwas, was uns Menschen auch einfach ausmacht. Wir wollen uns nichts sagen lassen. Wir gehen in das Gespräch, wir stellen Fragen, wir wollen diskutieren und wir wollen uns nicht einfach nur alles aufsagen lassen. Auch das passt sehr gut dazu, dass wir gesagt haben, eine direkte Demokratie. Hier will jeder mitreden, jeder hat eine Meinung. Und ein parlamentarisches System muss natürlich trotzdem dem Ganzen übergesetzt werden. Hier dienen die Politiker aber an und für sich halt weniger als die hier die Entscheidungen treffen, sondern mehr als die Moderatoren, die Meinungsmacher, die Bildenden, die ja auf Probleme aufmerksam machen, sie ansprechen oder anstoßen, um die Menschheit dann ja ihr zu Augen vorzuführen, vor Augen zu führen. So. Jetzt haben wir es, vor Augen zu führen, in welche Richtung es gehen soll. Das sind so die Einstellungen. Die Variante Mensch, die ich spielen möchte. Und dann wollen wir doch mal sehen, wo es uns so hintreibt. Wir wählen also kontinentale Union der Erde aus. Und dann schauen wir mal in die Spieleinstellungen. Und ich hätte gesagt, erstes Projekt, das machen wir noch nicht zu groß, darum. Mittlere Galaxiegröße mit 600 Sternen, das sollte reichen. Die Standardeinstellung ist, glaube ich, hier immer auf elliptisch. Ich habe aber gesagt, wir wollen natürlich hier so ein bisschen in der Art und Weise spielen, wie unsere Galaxie tatsächlich ist. Und die Milchstraße ist nach den neuesten Erkenntnissen, oder auch schon längere Zeit, zwischendurch gab es auch noch mal ein paar andere Meinungen, eine Spiralgalaxie mit vier Armen. KI-Reiche, ich denke mal, mit uns zusammen 10 Reiche in der Galaxie zu haben. Ja, ich glaube, 9 Reiche könnten da durchaus ausreichen. Oder machen wir 12? Gehen wir auf 11 KI-Reiche hoch. Ja, kommt, so ein bisschen soll ja irgendwann doch der Clinch auch anfangen. KIs mit Startvorteilen zu beginnen. Zwei davon mit Startvorteilen. Könnten wir machen, ja. Dann nur eine. Bei 11 zwei Leute. Also bei 12 zwei Leute. 20% davon links. Ja, wir machen mal ein KI mit Startvorteil. Gefallene Reiche machen wir nur eins auch. Denn vielleicht ist es ja das Gefallene Reich, das uns hier supportet hat, das uns die Möglichkeit gegeben hat, aufzusteigen, unsere eigenen Schwächen hinter uns zu lassen und voranzuschreiten, vielleicht als ihre Nachfolger. Wir werden es herausfinden. Marodeure-Reiche, also Reiche, die untereinander im Clinch stehen und mit oder gegen andere Reiche hauptsächlich plündernd vorgehen. Zwei Stück. Warum nicht? Ja, zwei finde ich eigentlich auch eine vernünftige Anzahl. Den Rest würde ich jetzt mal so eingestellt lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass bewohnbare Planeten oder Welten in der Goldglöckchenzone auftreten, auf 1. Primitive Zivilisationen finde ich immer spannend eigentlich, wenn da einige vor auftreten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand noch nicht in den Sternenhimmel vorgeschritten ist und eine Raumfahrt-Zivilisation gebildet hat, ist ja immer höher als eigentlich, dass sie es hat, würde ich jetzt mal behaupten.
Darum würde ich doch die primitiven Zivilisationen vielleicht mal ein bisschen anheben und doppelt so hoch machen. Ich würde das jetzt einfach mal so machen. Wir werden es sehen, wir werden es herausfinden. So viele Partien habe ich noch nicht gemacht, als dass ich wüsste genau, wie sich bestimmte Dinge auswirken. Aber das könnt ihr gerne in die Kommentare dann mal schreiben. Krisenstärke auf 1. Das lassen wir jetzt erstmal. Wir wollen es uns noch nicht zu schwierig machen. Krisentyp ist zufällig. Und auch zeitlich sehe ich hier eigentlich, das finde ich so in Ordnung. Anfangsjahr des Midgames, zweiter. Das heißt, wir haben immer so 100 Jahre Zeit, uns auf die nächste Evolutionsstufe quasi irgendwie so vorzubereiten. Schwierigkeit ist hier auf Skipper gestellt. KI hat keine wirtschaftlichen, technologischen oder militärischen Vorteile gegenüber dem Spieler. Finde ich prinzipiell für unsere erste Partie jetzt hier eigentlich ganz in Ordnung. Klar, wir könnten die höher machen, um die Schwierigkeit ein bisschen zu erhöhen. Aber muss auch nicht sein. Das können wir uns immer noch für vielleicht spätere Projekte mal aufheben. Hier wollen wir jetzt erstmal ja nur mal so ein bisschen Stellaris für uns mit Geschichte spielen. Reichsplatzierung ist zufällig. Aggressivität normal. Fortschrittliche Nachbarn aus. Kann man das auch auf Zufall machen? Nein. Hyperraumdichte, verlassene Sterntore, Wurmlochpaarung, garantierte bewohnbare Welten. 2. Wie viele bewohnbare Planeten? Ah ja, genau. In relativer Nähe unseres Startsystems erscheinen. Wenn wir das deaktivieren, werden in unserer Nähe keine bewohnbaren Planeten erscheinen. Okay, zufällig kann man es leider auch nicht stellen. Und ich denke, mit 2, das finde ich in Ordnung. 2 garantiert bewohnbare Planeten kann man durchaus machen. Alles andere lassen wir genau so. Den Iron Man-Modus lasse ich aus aufgrund von Safe Game. Denn ja, wir spielen ja hier schließlich auch so ein bisschen. Mit der Möglichkeit, dass mal irgendwie was schief geht. Und wenn das ja eine Aufnahme ist, dann habe ich da gerne die Möglichkeit, nochmal irgendwas nachzuladen. So, genug gefaselt. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Spiel sehen. Darum gehen wir jetzt endlich mal rein in die Partie. Die Kontinentale Union der Erde. Aktueller Herrscher Frederick Wester. Und vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Das ist der aktuelle CEO von Paradox. Und ich fand das ganz witzig, jetzt irgendwie ihn hier als aktuellen Herrscher, als Kanzler einzusetzen. Ja, weil mich hätte auch auf willkürlich, zufällig durcheinander klicken können. Da wäre ich dann aber irgendwie nie mit zufrieden. Und ich finde, es ist halt wichtig, am Anfang erstmal irgendwie so ein bisschen sich heimisch zu fühlen, sich so ein bisschen mit irgendwas zu verbinden. Und darum fand ich das eine ganz logische Schlussfolgerung, irgendwie hier den CEO von Paradox mal anzuholen. Ich hätte ja auch die Lead Designer von Stellaris natürlich nehmen können. Da gab es aber 4 verschiedene und da wollte ich auch keinen vergrämen. So viel dazu. Unser Ursprung auf den Schultern von Giganten. Unsere Geschichte ist eine von Kuriositäten und Unstimmigkeiten. Wir haben antike Ruinen einer Stadt gefunden, die älter sind als archäologische Ausgrabungen primitiver Dörfer. Wir haben Sägen, Äxte und sogar Gewehre geborgen, die weit älter sind als steinerne Speere und Bögen. Unser mysteriöser Ursprung hinderte uns jedoch nicht daran, bereitwillig in eine Ära der Raumfahrt einzutreten. Wir haben es geschafft, die Schwerkraft unserer Heimatplaneten zu überwinden und zu anderen Planeten und Himmelskörpern in unserem Sonnensystem zu reisen und noch weiter ins All. Wir hatten die Atmosphäre kaum verlassen, da holten die Mysterien uns auch schon wieder ein. Seltsame Signale fremder Herkunft, die aus unserem eigenen Sonnensystem kommen. Ah, okay. Wir erhalten also jetzt einen ersten Hinweis auf den Ursprung unseres mysteriösen Gönners. Und ich bin gespannt, wer denn dahinter steckt.
Wir beginnen mit der Reise. Und ich denke mal, wir schalten hier mal das Tutorial, die Hinweise und Tipps einfach mal aus und gewinnen dadurch schon unsere ersten zwei zusätzlichen Mineralien. Das ist unser Sonnensystem. Es ist tatsächlich auch unser Sonnensystem. Das habe ich bei Erstellung der Menschheit natürlich auch ausgewählt, dass das Solsystem unser Startgebiet ist, mit der Erde als unsere Heimat. Jetzt gibt es natürlich am Anfang erstmal eine ganze Menge Sachen, die wir einstellen und zu Beginn klären müssen. Umbenennungen beispielsweise von unseren Flotten werde ich mal im Offline, also abseits der Aufnahme gestalten. Die werde ich euch aber alle nachreichen, wenn es da irgendwelche interessanten Sachen gab. So, wir können ja mal das erste Mal aus unserem Sonnensystem heraus einen Blick auf die Galaxis werfen. Das ist sie, die Milchstraße. Wunderschön. Und wir relativ dicht im Kern dieser Milchstraße. Ich bin mal sehr gespannt, wo, in welche Richtung wir uns expandieren und wo wir das erste Mal auf Feinde stoßen, wo vielleicht natürlich Grenzen sind und es nicht weitergeht. Ach, das wird alles spannend. Das verspreche ich euch. Wir sitzen an vier Systeme angrenzend. Das ist eine ganz gute Sache. Und hier sehen wir auch schon zwei Planeten theoretisch. Eine kontinentale Welt und eine tote Welt auf Alpha Centauri. Oder im Sternensystem Alpha Centauri. Ja, okay. Ja, da weiß ich schon ungefähr, wo es vielleicht hingehen wird. Wir schauen uns mal an, wer führt denn im Moment eigentlich unser Forschungsschiff? Achso, für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so die Stellaris-Kenner sind, werde jetzt nicht so viel immer auf die verschiedenen Spielmechaniken hier eingehen. Wenn das gewünscht ist, wenn ihr selber nicht so viel Stellaris bislang gesehen habt oder so, sagt mal Bescheid, schreibt das in die Kommentare. Vielleicht kann ich auch einfach mal ein extra Video dazu machen. Oder sogar eine ganze Reihe. Denn es ist echt sehr komplex. Ein sehr komplexes Spiel. So, unser Forschungsschiff, die KUS, das habe ich als Kürzel genommen für die Kontinentale Union. Das ist quasi Kontinentale Unionsschiff von Braun. So heißt dieses Schiff, das Forschungsschiff von Braun, wird derzeit von Wentan. Die ist akribisch und hat somit eine höhere Entdeckungschance von Anomalien. Finde ich super. Das heißt, die lassen wir auch in diesem Schiff. Das finde ich perfekt. Unsere drei Forscher, die wir haben, oben, wir kriegen den Hinweis, dass wir drei Forschungen vergeben müssen. Vlada Kuzina, sie ist einfallsreich, sehr schön. Catalina Batista, eine Biologin. Und Ayanda Xara, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, Xara, belastbar. Erhöhte Lebensdauer als Anführer. Okay, ja, das ist natürlich jetzt nicht so der beste Perk für die Forschung oder der nötigste. Es sei denn natürlich, er kriegt noch einen dazu. Dann ist es natürlich gut, wenn er 25 Jahre länger lebt. So, wir schauen uns doch mal an, welche Forschungen wir machen. Feldmodulation, Fusionsenergie, 0G-Labore. Und ich finde, es ist immer eine sinnvolle Sache, am Anfang erstmal seine Forschung weiter zu pushen. Wir steigern hier um 10% die Produktion an von den Forschungsstationen. Das ist das, was wir hier gezeigt kriegen. Unsere Physikforschung liegt derzeit bei 19. Unsere Sozialforschung ebenso und Ingenieursforschung bei 24. Das liegt daran, dass wir halt begabte Ingenieure sind. Das heißt, wir würden das Ganze dann nochmal um 10% steigern. Das, denke ich, ist eigentlich eine gute Sache. Es ist eine Forschung im Bereich der Informatik. Da sie eh eine 10% Forschungsgeschwindigkeitsbonus hat, geht das schon mal 10% schneller. Besser wäre natürlich, wenn wir noch einen Informatiker hätten. Aber im Moment würde eh nicht unsere Credits ausreichen, einen neuen Forscher anzuheuern. Aber da kommen wir sicherlich noch zu.
Catalina Batista, die könnte entweder. Oh, wir haben sogar zwei Biologieforschungen. Das finde ich natürlich sehr gut. Wachstumsgeschwindigkeit unserer Bewohner durch DNA-Mapping oder Nahrung durch Landwirte um 20% erhöht. Das ist erstmal vernachlässigbar hier der zweite Punkt. Ökosimulation. Okay, das sind also die Sachen, die wir hier machen könnten. DNA-Mapping würde jetzt die Technologie für zu weiteren Fortschritten bei der biologischen Verbesserung und Anpassung. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Allerdings fände ich auch planetare Vereinigung jetzt relativ sinnvoll. Und auch hier sehen wir wieder die sieben Sterne für die sieben Kontinente. Monatliche Einigkeit wird erhöht und neue Mechaniken, zusätzliche Erlasse der Kampagne. Und Einfluss zu gewinnen. Ah, das ist natürlich schon direkt erste schwierige Entscheidung. Ihr seht es selbst. Aber tatsächlich, da wir jetzt wirklich ja gerade, wir machen jetzt unsere ersten Footsteps raus. Also wir sind jetzt noch gar nicht so weit von unseren aktuellen Geschehnissen her weg. Und das war einfach im Mittelpunkt diese planetare Vereinigung. Und ich denke, darum gehen wir erstmal darauf. So. Oh Gott, wie lange das am Anfang noch dauert. Ich habe gerade einen späteren Spielstand gehabt. Da geht alles so fix. Eieieiei. So. Ingenieursforschung. Letzter Forschungsbereich. Da gehen wir natürlich auf die Nanomechanik und holen uns hier 20% auf Ingenieursforschung. Das sollte uns für den weiteren Forschungsverlauf natürlich stark unterstützen. So. Okay. Forschung eingestellt. Sprich, wir gehen jetzt in die Aufträge für unsere Schiffe, die wir haben. Wir haben hier eine Flotte, wir haben unser Forschungsschiff und unser Ingenieursschiff. Unser Forschungsschiff, die KOS von Braun unter Wentan, schicken wir jetzt nach Alpha Centauri, da wir hier einige interessante Planeten entdeckt haben. Oder erkannt haben bislang. Außerdem schicken wir die KOS India, unser Konstruktionsschiff, auf Kurs, noch die verbliebenen Stationen zu errichten, um hier noch die drei Credits, die drei Mineralien und die zwei Ingenieurspunkte abzugreifen. Wir können uns im Moment erstmal die Forschungsstation gönnen und starten das Spiel. Archäologische Stätte entdeckt. Wir haben eine neue archäologische Stätte entdeckt. Okay. Das schauen wir uns dann auch direkt mal an. Von der Oberfläche von Luna geht eine Reihe seltsamer Anomalien aus. Wir müssen eine archäologische Ausgrabung durchführen, um mehr zu erfahren. Ah, okay. Das benötigt ein Wissenschaftler. Ja. Das benötigt also einen Wissenschaftler, den wir hier zuordnen müssen. Im Moment haben wir nur noch unsere Wissenschaftlerin Wentan, die auf dem Forschungsschiff unterwegs ist. Das heißt, wir sollten hier vielleicht noch gucken, dass wir gleich uns, sobald wir 200 Credits haben, einen weiteren Wissenschaftler anheuern, den wir dann hier hinschicken. Darum würde ich das im Moment mal noch ausblenden. Kontaktbericht Überreste. Ganzkontinentale Union der Erde ist begeistert. Das ist dann immer fürchterlich, wenn das so eingebettet ist. Jo, ist begeistert wegen der Nachrichten über die Alien-Überreste, die kürzlich studiert wurden. Diese Reste werden als definitiver Beweis dafür gesehen, dass es irgendwann in der Vergangenheit intelligente, zielgerichtete Alien-Aktivitäten gegeben hat. Wir könnten immer noch allein in der Galaxie sein, aber wenigstens sind wir nicht die Ersten, denen es so ergeht. Ja, das ist natürlich sehr bemerkenswert. So, wir denken mal, wir können ruhig auf ein wenig schnellere Spielgeschwindigkeit spielen. Jetzt legen wir hier unser Erstkontaktprotokoll fest. Unsere jüngsten Begegnungen mit fremden Lebensformen hat die alte Debatte darüber, wie wir mit potenziell intelligenten Zivilisationen in Kontakt treten sollen, neu entfacht und plötzlich noch dringlicher gemacht. Während einige dafür plädieren, sich darauf zu konzentrieren, so schnell wie möglich freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, indem man sie mit einer Friedensbotschaft kontaktiert, raten andere zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass wir nicht wissen können, ob sie uns gegenüber böse Absichten hegen und dass es unklug wäre, zu viele Informationen über uns offenzulegen, bevor es wirklich notwendig ist. Eine dritte, radikalere Gruppe drängt auf präventive Maßnahmen. Da die Sicherheit aller Menschen auf dem Spiel steht, so sagen sie, sollten wir nicht zögern, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen,
um die Oberhand über jede potenzielle Bedrohung zu erhalten. Ja, wie sollen wir uns hier entscheiden? Und ich denke, wir gehen vielleicht einen gemäßigten Weg. Wir werden Alexinus mit offenen Armen empfangen. Sollten wir vielleicht nicht unbedingt. Ich finde das schon eine begründete Vorsichtsmaßnahme. Und es könnte durchaus ratsam sein, Vorsicht walten zu lassen. Die Richtlinie der Kategorie Erstkontakt wird auf achtsam gesetzt. Die Richtlinie hat folgende Auswirkungen. Wir können neutrale Wesen nicht angreifen. Andere Nationen werden es schwieriger haben, mit uns zu kommunizieren. Und negative Ergebnisse beim Erstkontakt sind weniger wahrscheinlich. Die Zielschwierigkeit für Erstkontakt steigt damit um 2. Aber das ist dann positiv gemeint. Aber ich finde diesen gemäßigten Weg jetzt erstmal als geeignetsten oder empfehlenswertesten. So. Dann gibt es hier immer eine Aufgabe, die der Kanzler erfüllen soll. Kanzler Frick Wester wurde aus dem Grund gewählt, unseren Überschuss an Konsumgütern auf mindestens plus 6 im Monat zu bringen. Haben wir im Moment. Belohnung am Ende der Amtszeit würde uns das 6 Monatseinnahmen an Einigkeit maximal 1000 bringen. Das ist ein ganz guter Punkt. Ja, finde ich gut. Und im Moment erfüllen wir das ja auch. So, auf Proxima Centauri B ist die KOS von Braun auf eine Anomalie gestoßen. Die äußerst merkwürdige Umlaufbahn von Proxima Centauri B um seinen roten Zwergstern führt zum Phänomen der gebundenen Rotation und könnte möglicherweise weitere Untersuchungen rechtfertigen. Scheint eine Routineuntersuchung zu sein, die 120 Tage, also 3 Monate in Anspruch nimmt. Da gehen wir natürlich der Sache erstmal nach. Was ist Alpha Centauri? India hat Forschungsstation abgeschlossen. Sehr schön, da können wir uns gleich mal drum kümmern. Ich pausiere mal kurz. Wir schauen uns einmal hier Alpha Centauri an. Eine Doppelstern-Sonnensystem mit einem weiteren dritten Stern hier drin. Interessant. Das sieht wirklich nach einer sehr interessanten Konstellation hier aus. So, das haben wir errichtet. Sprich, wir können unserem Konstruktionsschiff den nächsten Auftrag geben. Da fehlen aber noch ein paar Mineralien. Ja, nächsten Monat wäre es dann soweit. Aber wir können mal schauen, dass wir Ex Gravitas, von der Oberfläche von Luna geht eine Reihe seltsamer Anomalien aus. Hier wollten wir ja einen Wissenschaftler anheuern, um ihn auf die Grabungsstätte zu setzen. Dann wollen wir doch mal schauen. Rekrutieren von Wissenschaftlern. Wen haben wir hier derzeit? Vladislav Kamensky, Beatrice Scholey und Sia Swami. Swami? Anpassungsfähig, Erfahrungszuwachs ist erhöht, Erkundungsgeschwindigkeit um 25 erhöht oder Staatskunst, Forschungsgeschwindigkeit der Staatskunst plus 15. Okay, ich hätte jetzt mehrere Möglichkeiten und Ideen. Wir könnten Vladislav anheuern und ihn dann hier hinsetzen, die Staatskunst planetare Vereinigung zu erforschen, und Catalina Batista, die würden wir dann abziehen und hierher schicken. Das halte ich im Moment für eine geeignete Maßnahme, um auch schneller mit der Forschung der planetaren Vereinigung voranzuschreiten. Hier, Anführer rekrutieren. Erkundungsgeschwindigkeit, Beatrice Scholey finde ich am wenigsten sinnvoll dafür. Weil sie soll ja nicht unterwegs sein. Sie wäre natürlich auch gut, um sie auszutauschen mit der aktuellen Kapitänin. Wobei ich Entdeckungschance von Anomalien jetzt hier noch interessanter eigentlich finde.
als die Erkundungsgeschwindigkeit. Auch wenn es immer hier so ein bisschen um so ein Wettrennen geht. Im Kampf, die Galaxie für sich zu erkunden. Nee. Sie ist ja schon unterwegs. Was haben wir noch? Wen hat man jetzt noch? Ach so, genau, hier mit Erfahrungszuwachs für Anführer, anpassungsfähig. Ist natürlich auch irgendwie stimmig. Nein, wir nehmen jetzt hier Wladislaw Kamenski. Und Wladislaw setzen wir jetzt hier auf die Technologie an. Ah, okay. Und jetzt brauchen wir scheinbar. Ach, das stand da sogar wahrscheinlich, ne? Habe ich das überlesen? Benötige Wissenschaftler für die Ausgrabung. Und dieser Wissenschaftler muss scheinbar auf einem Schiff sein. Das wäre natürlich ärgerlich. Vielleicht müssen wir auch einfach nur einmal kurz die Zeit wieder laufen lassen, dass sie das erkennen. Nein. Also wir brauchen tatsächlich jetzt ein Forschungsschiff für diese Ausgrabungsstätte. Ach, das ist ja ärgerlich. Ja, Catalina Battista ist noch frei. Ja gut, dann gehen wir mal auf unsere Schiffswerft und schauen. Wir brauchen ja eh Forschungsschiffe. Dann können wir hier mal eins in Auftrag geben. 60 Tage dauert das. So. Reichshauptstadt können wir uns auch mal anschauen. Waren wir noch gar nicht. Wir waren noch gar nicht auf unserer Erde. Mensch, das müssen wir doch noch erledigt haben, bevor die erste Folge hier zu Ende geht. Derzeit haben wir noch verfügbare Jobs. Wir können noch einen Büroangestellten einstellen. Sprich, unser nächsten Bevölkerungswachstum ist damit schon mal vor Arbeitslosigkeit gesichert. Wir haben noch 4 Distrikte, die wir ausbauen können, und wir haben noch einige Distrikte, die wir frei buddeln müssen. Industrielle Ödländer, die dänische Zersiedlung können wir hier freistellen. Die pazifische Algenbahn können wir von dem großpazifischen Müllansammlungen befreien. Und wir können die ausufernden Slums freilegen und dadurch einen zusätzlichen Bewohner generieren. Das sind alles interessante Vorhaben, die wir auch in nächster Zeit mal in Angriff nehmen sollten. Ansonsten sehe ich aber noch nicht, dass wir hier Bauvorhaben starten sollen. Erstmal kümmern wir uns hier um unser Sonnensystem. So, jetzt ist es gleich soweit, dass wir hier ihn daran schicken können, die verbliebenen Bergbaustationen zu errichten. Wunderschön. Ah, es gibt Fortschritte auf Proxima Centauri B. Solange wir Menschen in der Lage sind, zu Sternen zu blicken und nach einer neuen Heimat zu suchen, war Proxima Centauri B nichts weiter als ein naiver Traum, ein Ort, auf dem wir mit Zuversicht blickten, eine neue Heimat. Leider mussten wir, als unsere Teleskope besser wurden, feststellen, dass sich der Planet in einer gebundenen Rotation befindet und es sich bei ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine gefrorene Höllenlandschaft handelt, eine Theorie, die wir heute bestätigen konnten. Es gibt jedoch auch Hoffnung. Diese Welt besitzt alle Bausteine, die wir für einen bewohnbaren Planeten benötigen würden, und vielleicht braucht es nur einen kleinen Anstoß, um sie aus ihrer gebundenen Rotation zu schubsen. Okay, also wir können uns dafür bedanken, dass du uns so lange inspiriert hast, Proxima Centauri B. Oder wir können davon enttäuscht sein, nur einen weiteren Exoplaneten auf unserer wachsenden Liste entdeckt zu haben. Aber ich denke, wir schauen voller Zuversicht in die Zukunft. Und der Modifikator-Terraforming-Kandidat mit dem folgenden Effekt wird hinzugefügt: Sobald wir die Technologie Klimawiederherstellung erforscht haben, werden wir in der Lage sein, diesen Planeten in eine bewohnbare Welt zu verwandeln. Das gibt uns 100 Einigkeit. Sehr schön. Unser Konstruktionsschiff ist fertig. Sehr schön. Habe ich gar nicht Benachrichtigung mitgekriegt. Wir werden jetzt Catalina Battista auf dieses Forschungsschiff setzen, und dann werden wir natürlich damit beginnen, unsere Fundstätte zu erforschen.
Wie es da dann allerdings weitergeht, denke ich, mache ich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid interessiert an diesem Projekt. In dieser Folge noch nicht so viel passiert. Mal wieder am Anfang mehr gelabert als passiert. Aber ich denke, wir werden vorankommen. Schreibt immer mal wieder gerne in die Kommentare dann, auch in den folgenden Videos, wie eure Vorstellungen sind. Was sollten wir als nächstes angehen? Wie sollten wir uns orientieren? Handeln wir im Moment entsprechend unserer Direktiven und unserer Wertvorstellungen? Oder werden wir irgendwo auch mal, oder sollen wir irgendwo auch mal davon abrücken? Ich bin gespannt, wie das Video so ankommt, und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Also bis dahin, euer Syrakus.